Ja, Tara und willkommen zu Let's Play Captain America and the Avengers, heißt das, glaube ich. Together mit dem aufkopierten, aber selten erreichten Nils. Nicht stimmt, kann ich das gar nicht dauern. Tim. Hallo, ja, fast. So oder so ähnlich. Du kennst Captain America? Auf jeden Fall nicht. Das ist schlecht. Ich dachte, du kannst mir jetzt ein bisschen was darüber erzählen, weil ich habe den Namen zweimal gehört, weiß aber auch nicht, was mit ihm ist. Top. Ist auf jeden Fall ein One-Army-Man. Ja, ein One-Army, alles klar. Gut, dann nehmen wir noch los. Hier komme ich mal so Münzen rein. Ja. Wie viel brauchen wir denn? 50? Keine Ahnung. Nur für dich, oder? Ja, bestimmt. Gut. Du machst Start. Ich drück Start. Wer ist das denn? Ja. Du bist, glaube ich, auf dem Eisenbahn, oder? Bügeleisenbahn, Ironman? Ja, bin ich bisher. Ja. Ich weiß aber nicht, wer das links ist und den ganz rechts kenne ich auch nicht. Top. Aber der sieht witzig aus. Ich bin den ganz rechts jetzt. Oh, die Zeit ist auch abgelaufen. Ja, und genau, du nimmst den Captain selbst, ja? Es scheint so. So Superschurken. Wer jetzt? Jetzt habe ich das nicht ganz mitgelesen. Gedankenkontrolle und so. Weiß ich Bescheid. Ah ja. Ich glaube, wir sollen das verhindern. Versuchen wir es mal. Okay. Szene 1, Alter. Ein großer Bogen. Achso. Darf ich eine Faust? Kann ich nicht schießen? Da hüpfe ich. Da mache ich nichts. Ah, haben wir nur zwei Tasten oder müssen wir erst einen super aufladen oder so? Der hab ich kaum. Junge, du hast einen Bogen, benutzt ihn! Aber. Alter, der hat mir den Rücken gehauen. Kann man beide Tasten gleichzeitig wieder für? Ja, mit beiden Tasten gleichzeitig. Hab ich irgendwo Liebsenergie? Ist 91 Punkte Start? Nee, das ist Liebsenergie, ja? Der schießt irgendwas. Alles klar, das heißt, wenn du beide Tasten gleichzeitig drückst, dann machst du irgendwas. Und das kostet tatsächlich mal keine Lebensenergie, ich bin überrascht. Aber dafür ist es auch keine Bildschirm-ausfüllende Attacke oder so. Ah, witzig. Oh. Juhu. Oh. Was für ein Arsch, du hast den im Griff? Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an diese uralte Batman-Serie mit Bam, au, zack, der Dude. Bist du schon tot? Ja, nein. Du musst nochmal Start pressen, Alter. Na gut. So, und wer ist er? Und ich glaube, wir sollen ihn nicht stören. Okay, dann. Wieso lassen wir ihn dann kommen? Ja, weil er darum gebeten hat, oder was? Ja, er hat ja was gesagt. Ja, don't disturb, oder was stand da? Genau. Nicht stören. Muss man versuchen, ein bisschen auszuweichen und so. Ups. Ja, bitte? Können wir uns eigentlich gegenseitig verletzen? Nee. Nein, jetzt hör auf, warum probierst du das immer? Ich wurde gegrapscht. Jetzt muss ich mal Start drücken. Was für ein Kack. Und, wie fühlt sich das so an? Ist ein Traum. Mhm. Ich sag mal, du wirst da mehr Übungen drin kriegen in der Taste als ich. Erfahrungsgemäß. Oh, dann springt er auch noch hoch, wenn er mal in den Pfeil kommt. Quack. Verrückt. Das habe ich überlebt. Ha. Ja, hab lange überlebt. Lange noch, ist die Frage. Ja, gut, irgendwas ist ja immer. Cool, den hab ich geworfen. Das gibt wohl auch eine Vierspieler-Version von dem Spiel. Aha. Da frage ich mich, ob dann auch mehr Gegner hier rumwuseln. Ich finde den Grafikstil aber auf jeden Fall ganz witzig. Ja, ich auch. Ich mach mal wieder mit. Weil die meisten Beat'em-Ups haben ja irgendwie größere Sprites. Und hier sind die ein bisschen kleiner gehalten. Wieso hast du denn jetzt schon 200 Lebenspunkte? Aber du stirbst dann mehr beim nächsten Mal, oder was? klasse. Ich verblub, wie meine Drogen hat. So, du kannst dich entkommen. Ja, du kriegst das Geld, oder was? Oh, ist das Tornado Man? Alter! Oh, jetzt kommen wir noch Fässer. Ja, was sollen wir denn mit dem machen? Ich glaube, uns nicht treffen lassen. Ach so, jedes Mal, wenn du Start drückst, kriegst du 100 Lebenspunkte dazu. Jetzt hab ich das verstanden. Das ist hier gar nicht mit draufgehen und dann nochmal neu oder so. Oh, danke schön. Aua. Was heißt denn Bogen hier? Pass auf. Oh, Scheiße. Dieser Boss nervt mich extrem. Jetzt schon. Ja. Wenn du ihn jetzt nicht schlagen darfst, weil er selbst Autsch kriegst, was sollst du dann machen? So jetzt. Also, es ist einfach nur eine Ausweichphase, ja? So, komm, ich hab gewonnen. Immer noch nicht. Bums.
Jetzt habe ich gewonnen. Du hast gewonnen, ja. Das war schon der Name übrigens, das ist der Wirbelwind. Ich glaube, den haben wir erwischt. Das war ja einfach. Okay. Wer ist denn der komplett Weiße? Keiner von uns beiden Ausschussprinzip. Ja, aber ich wusste, wie der heißt, was der kann. Was hat er gesagt? Avengers was? Assemble? Assemble? Was bedeutet denn Ensemble? Sammelt euch. Wow. Muss nochmal hüpfen. Bist du tot? Muss Start drücken, Nase. Hab ich. Willst du mal einmal ausprobieren? Bügeleisenmann? Ja, nimmst du den Weißen? Ja, komm, das. Was kann der denn? Was kann er denn? Oh. Der hat Laseraugen, ja? Und der läuft auf jeden Fall sehr cool. Der posiert bescheuert. Jetzt hör doch mal auf. Entschuldige bitte. Mach's doch nicht kaputt, wenn wir da on gehen sollen. Achso, ich krieg das. Du kannst von hier aus fliegen? Ach was. Oh, guck mal. Gedrückt halten die schon mal nicht. Was ist die Sprungtaste? Das gleiche. Ist sogar noch ein Schmapp jetzt. Okay, augenscheinlich. Das spielt alles. Tolle Sache. Guck mal, es brückelt schon. Einfach immer die Jungs kaputt machen. Toll, 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 toll. Ach, das ist ein Typen, das sehe ich jetzt erst richtig. Das wäre nämlich ein Torpedo-Dinger oder so. Offensichtlichst nicht. Ich hab da nicht drauf geachtet. Ich habe mich hauptsächlich auf das große Schiff konzentriert. Oh, ein Riesenrad. Alter, ich will zur Achterbahn. Oh, okay, willst du mal abbiegen? Juhu. Was kann ich jetzt? Was ist das? Was soll das? Soll ich das einsammeln? Ja. Nee. Nee, oder? Das macht es gut. Ach, du hast es eingesammelt. Ist jetzt die, oder was? Ja, guck mal. Hast eine kleine Fee. Ja. Wahrscheinlich beschützt sie mich. Wie passt diese Fee in dieses Universum mit den Superhelden? Das muss mir noch einer erklären. Ist das selbst so ein Mini-Superheld? Es sieht so aus. Und sie beschützt mich, wie gesagt. Zumindest erstmal. Tut sie das? Okay. Aber die schießt aber nicht mit, ne? Nee, ich glaube, die ist wirklich nur Kugelfang. Hm. Eine kugelsichere Fee. Na, wer kennt das nicht? Mach die gut. Doch nicht? Du schickst die manuell nach vorne, oder wie? Ja, ich glaube. Also mit dem Doppeltastendruck. Ist auch gut, dass er sagt, I kill you all. Weil wenn die... I kill you both geht ja nicht. Muss halt die Fee mit berücksichtigen. Ja, genau. Wo ist denn meine Fee? Aua. Die hat sich verabschiedet. Hatte sie keinen Bock drauf. Du musst, einmal elf, du musst einen ausgeben, Schnappzahl. In your face. Alter. Brennt im Hintergrund. Ja, so. Nächsten hatte ich auch mal getroffen. Was war das? Wabu? Das war übrigens der Riesenroboter. Wer hätte das gedacht? Meine Dose. Tatsächlich. Was zum Geier? Und was kannst du jetzt mit der Dose? Bestimmt werfen, oder? Ich warte, bis der Gegner kommt. Dann drücke ich nochmal. Bums? Ja, ich werfe eine Dose. Wie gefährlich. Oh, verdammt. Wow. So lächerlich mit dem Bogen in der Hand die ganze Zeit im Nahkampf zu gehen, ey. Wusch. Jason hat mich voll im Sprung erwischt. Dose. Ah, fuck. Ich habe ihn mit der Dose zum Explodieren gebracht. Ja, gut, das ist eine Cola-Dose gewesen, also. Ja, war wohl ein Mentos mit drin, was willst du sagen? Wer ist er denn? Und was war der Blaue eben? Hast du das Blaue auf dem Fußboden eingesammelt oder was? Der Typ, der gerade vorbeigeflogen ist. Ich weiß es nicht. Weiter Richtung, Scheiße. Swoosh. Der Baumboss. Mit dem Heli-Verschnitt kommt der nicht so richtig souverän rüber. Soll das eine Sense sein? Wahrscheinlich. Grim Reaper dann, ja. Was? Ich hab nicht getroffen? Sein Helm sieht ja wohl mal mega beschissen aus, oder?
Ja, das denkt er vielleicht über dich auch. Zwei. Naja, gut, war nicht mehr so richtig. Was, über meinen Helm? Du warst immer noch der Einfarbige? Wolltest du ihn behalten? Findest du ihn gut, ja? Ja, finde ich super. Ach was. Wenn ich mal runtergehe, fülle ich nicht auf, dann nehme ich mal den Bügeleisenmann. Habe ich übrigens auch nie gesehen, die Filme Iron Man. Du? Nee, auch nicht. Zack. Obwohl, ich glaube, wenn ich drauf gehe, ist wahrscheinlich meine Punktzahl weg, ne? Ja, genau. Nee, dann mach ich das nicht. Ist dem so? Nee, oder? Ich gehe davon aus. Dann gibst du wahrscheinlich für den Charakter dann deine drei Initialen ein und wenn du den Charakter wechselst, bist du wahrscheinlich eine neue Score-Anzeige. Das würde erklären, warum ich so wenig Punkte habe. Oder weil ich schlechter bin. Ich denke eher wegen des Charakterwechsels. Sagen wir mal, das macht den Großteil wahrscheinlich. Ich denke auch. Mhm. So, jetzt haben wir nicht aufgepasst hier. Was mit dem roten Puppenkopf? Ja, was ist der Plan? Das ist die Frage. Irgendwas unter Wasser. Der hinter der See. Ja, ist simple. Er hat's gesagt. Ich schau mir das nachher beim Schneiden noch mal ein paar Mal an. Alter, wie hoch der gesprungen ist, nur für den kleinen Absatz hier. Sind wir auf so einem Kriegsschiff drauf hier, oder wie? Au. Sieht nicht mehr nach so einem richtig aktiven Kriegsschiff aus, muss man sagen, ne? Also nach einem was? Nicht mehr so richtig aktiven Kriegsschiff. Ja, wessen Schuld ist es denn? Hallo? Guten Tag. Was? Oh, jetzt nehme ich die Sequenz mit? Ja, Pony? Das ist der Wizard. Heftig. Von dem habe ich so viel gehört. Achso, nee, deine Punktanzeige wurde nicht zurückgesetzt jetzt, obwohl du auf nur laufen lassen hast. Achso, jetzt wissen wir nicht, ob es mit dem Charakterwechsel zu tun hat. Ja, okay. Oh. Na komm, ich probiere es einfach mal aus gleich. Jetzt. So, mach Continue, danke. Und dann... Warten. Die sind in der See. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was, wer ist denn der Nackte da im Hintergrund? Wo kommt der denn her? Der war dafür da, um uns zu zeigen, dass wir... Nee, Punkt hast du behalten. Ja. Und ich brenne unter Wasser. Wer von uns kennt das nicht? Und eine Mine. Das erinnert mich an diesen uralten Chuck Norris Witz irgendwie. Naja. Guck mal, die treiben sogar nach oben. Chuck Norris grillt unter Wasser. Das meine ich. Ah, ja. Hat man lange nicht mehr gehört, diese Chuck Norris-Dinger, ne? Das stimmt. Ich glaube, der hat jetzt gerade Geburtstag, kann das sein? Oh, keine Ahnung. Warum weißt du, wann Chuck Norris Geburtstag hat? Na gut, ich denke, gewisse Sachen darf man wissen, ne? Ja? Ja, findest du nicht? Gewisse Sachen darf man wissen. Ob da jetzt auch Chuck Norris Geburtstag zuzählt, weiß ich nicht. Das sieht aber interessant aus. Was macht er uns? Jetzt wird das nicht gelesen. Wahrscheinlich tot. Octobums. Au. Ich hab die perfekte Position hier. Okay. Ist auch wichtig, dass dein Typ irgendwie den Umhang breit hält, au, damit das auch schön weht, ey. Sieht ein bisschen blöd aus, finde ich. Wieso hat er mich noch getroffen und dich nicht? Ich war doch quasi hinter dir. Ja, ich bin immer so ein kleines bisschen hoch und runter, wenn ich das musste. Achso. Das ist ruhig. Du hast dich tatsächlich bewegt. Der Mac-Taco, ja, ein bisschen. Was ist denn jetzt hier alles los? Achso, was mache ich jetzt auf beiden Tasten? Was macht er? Der schießt aus seinen Händen? Okay. Alter! Ach, ach, blam! Wie war das jetzt? Was denn? Nur dann nochmal aus Spaß gewechselt. Du kannst sogar im Sprung, ach nee, das ist sein Ding, kann das sein? Er auf der Schlagtaste schieße ich im Sprung nach unten, wenn ich ganz oben bin. Okay, verstehe. Und wenn ich beide Tasten im Sprung drücke, dann mache ich den Schuss geradeaus. Gut, genug experimentiert. Ja. Du bist wieder beim Captain? Gefiel dir am besten, oder was? Ja, super. Da habe ich mir mal runtergeholt, ja? Danke. Mach kaputt. Erstmal toll. Schöne Stahlwand verprügelt. Wer von uns kennt das nicht? Das ist der Blaue wieder. Was kann er jetzt? Ah. Was hast du gekriegt? Du kannst die Raketen mit zu dir gegen schmeißen. Oh, jetzt geht er mal weg. Okay, das war's.
Ich muss nur mit den Leuten reden. Und sie wegwerfen. Was machst du da? Das kannst du mit ihm werfen, aber das Boom. Oder Wabam oder warum sowas. Warum wirfst du das dann auf mich? Keine Frage. Geschenke? Die Stimme passt ja voll zu der Mandarine. Der Schuss ist gar nicht unbegrenzt von ihm, stelle ich hier fest. Kann man es auch gedrückt halten für längere... Ach. Ich glaube, er hat es eingefroren. Nee, kann man nicht. Okay. Oh, guck mal. Wenn ich es gedrückt halte, habe ich hier so ein Schild. Kann ich das reflektieren oder sowas? Alter. Jetzt hör doch mal auf. Oh, ja, ich komme jetzt hier. Crack, Twack. Bei dir war ein... Das noch mal. So. Ja, ich glaube, ich habe keinen Schaden gekriegt. Ich bin mir nicht sicher. Ich. Sind wir beide kaputte? Gut, ich mach Continue. Ich möchte meinen Typen hier wieder haben. Echt? So, was macht er, wenn ich das gedrückt halte? Ja, das was ist tatsächlich, wenn du beide Tasten gedrückt hältst, dann benutzt du deinen Quatsch als Schild. Das ist ja verrückt. Der Wahnsinn, oder? Warum haust du ihn denn? Der schießt nicht aus der Luft raus. Der hat keinen Unterschied, das ist schade. Doch, wenn ich beide Tasten drücke, aber halt nicht das andere. Na gut. So, auf geht's jetzt hier. Ich wollte sagen, wieso prügel ich mich eigentlich mit dem und du experimentierst die ganze Zeit? Deswegen kommst du mit den Punkten ran, weil ich zwischendurch mal ein bisschen was ausprobiere. Also wie gesagt, der Bügeleisenmann, da konnte tatsächlich mehrere Moves. Das kann er hier nicht. Mhm. Au. Au? Ja, guck mal, lass mal so reinschießen. Jetzt kannst du ran, jetzt wieder nicht ranlaufen. Ach so, ja, hab ich verstanden. Und wenn er flimmert, dann schießt er. Oh, ich bin gerade gelaufen und jetzt war in die gleiche Richtung, dann läuft er. Dann kannst du auch schlittern, hast du gesehen? Guck mal nach und nach, findest alles noch raus. Wer ist er denn? Wie schlitter ich? Zweimal in die gleiche Richtung drücken und dann rennst du. Und wenn du dann auf Angriff drückst, dann schlittert er beim Rennen. Ah ja. America!